wir sind jetzt am Nürburgring. Hier haben wir ihn, den Grail 720S. Und da rollt er jetzt. Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Starting Crew Video. Ich bin heute natürlich nicht alleine. Patrick ist auch mit am Start. Ja. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Das freut mich. Wenn ihr es vielleicht sehen könnt, es friert. Ja, aber Wetter ist super schön. Ja, 1 Grad und Sonne um 8.49 Uhr und es ist Oktober. Traumhaft. Schon echt krass. Aber heute fahren wir zu Lamborghini Frankfurt. Oh. Mein Vater ist jetzt schon in Hug the Truck, macht sich gerade ready und dann geht's auch schon los. Wir fahren auch schnell mit Frank zur Shell-Station Dietz, zum lieben Timo. Einmal voll tanken mit Diesel, damit wir auch ohne Probleme hinkommen. Aber was echt cool ist, Frank verbraucht nur um die 5 Liter mit Truckgeschwindigkeit. Das ist echt praktisch. Ja, 5 bis 6. Ja, also wenn ich fahre, 5. Aber gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall, weil wir ihn vollgetankt haben, eine Reichweite von 1000 Kilometer, 900, 1100, irgendwie um den Dreh. Warum fahren wir zu Lamborghini? Das werden wir euch später noch erzählen. Ein paar kleine Sachen müssen gemacht werden mit dem STO und mit dem SVJ. Und dann geht es den Tag danach, geht es direkt weiter, denn wir fahren zu Opus Automotive an den Nürburgring. Denn am Nürburgring geben wir unseren A45 und den GT63 zu Lukas bei Opus. GT63 kriegt wie gesagt über 1000 PS jetzt und der A45 hat noch ein paar kleine Optimierungen, damit es auch noch ein bisschen besser läuft. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal tanken. Gut, wir sind jetzt an der Dietz und wie wir sehen können, tanken wir gerade. Frank voll, was echt praktisch ist. Frank kann man immer gut im Sitzen tanken, einmal komplett voll machen und dann geht die Tour auch schon weiter. So, Patrick und ich sind jetzt auf einer Raststätte mit Frankie, haben gerade Hug the Truck hinter uns gelassen. Denn, ach guck mal, wollen wir mal wieder unser schönes Winken machen. Sehr schön, dass wir zum Mülleimer gehen. Denn wir besorgen jetzt etwas zu essen und damit alles ein bisschen effizienter ist, sind wir kurz 25 Kilometer vorgefahren, holen das, damit Hucky gleich hier irgendwo parken kann, denn mein Vater muss jetzt, so Mr. PPOV, muss jetzt seine 30-minütige Pause machen. 30 Minuten, ja, muss er heute Pause machen, damit er danach weiterfahren kann. Und es wird wahrscheinlich übrigens, nur mal so für dich, Patrick, als Info, eventuell, wenn wir in Frankfurt sind, kommen ja Leute von A6 Jung, weil es gibt ja ein Problem mit dem Shuttle. Ja. Das erzählen wir dann nachher noch. Und sobald wir Lambo-Shop haben, vielleicht fahren wir auch direkt zum Nürburgring weiter. Okay. Aber Nürburgring ist ja immer schön, ne? Wir haben es jetzt zu Hug the Truck geschafft, wie ihr vor mir sehen könnt. Damit so etwa 100 Kilometer nach Frankfurt. Die wird jetzt Patrick in Frank fahren. Und ich gemütlich auf dem Beifahrersitz ein paar Kommentare und so beantworten. Aber die Tour geht weiter. Es lief eigentlich gerade alles nach Plan. Patrick springt da gerade weg, weil er am Banane essen ist. Sehr lustig. Aber ja, the truck ist hier. Wir müssen leider noch länger Pause machen als erwartet. Es war keine 30 Minuten Pause. 45. Richtig. Guck. War mir doch nicht ganz. Aber du hast es nicht gesagt, als wir geparkt haben. Ja, ich dachte, du hattest recht, weil du bist ja auch ein Schüler. Ja, aber du bist ja Truck-Simulator-Profi. Ja, das stimmt. Ja, das müsstest du wissen, Patrick. Also das ist schon gefährlich so. Aber gut, wir warten jetzt noch 15 Minuten und dann geht's weiter. Und weiter geht jetzt die Fahrt. Sieht immer so cool aus, wenn Hack vorbeifährt. Dieses Riesending. Und Patrick ist jetzt Fahrer. Bist du ready? Ja. Und so schnell geht es auch. Wir sind jetzt bei Lamborghini angekommen. In Frankfurt. Hier steht Hug the Truck. Da ist Lamborghini auf der Seite. Hier rechts ist die Klassikstadt. Aber wir parken hier, dass wir gleich alles vernünftig ausladen können. Wir fangen jetzt an, die Ops rauszuholen. Dafür muss man hier oben drauf drücken. Dann fährt nämlich die ganze Ladeplatte einmal runter. Und wir sehen einen SVJ und einen GT61S Manto hinten dran. Denn der stand sehr nah an der Ladefläche. Das ist gar kein Problem. Ich kann mal kurz das Problem ansprechen, was wir hatten. Wenn er auf der zweiten Etage war und wir die Platte absenken wollten, ist sie auf einer Seite verkeilt und geht dann nur so schief runter und die eine Seite bleibt stecken. Das müssen wir heute natürlich verhindern, weil wenn da ein Auto drauf ist, damit wir runterfahren, wäre das richtig problematisch. Deswegen kommt nachher auch ein Techniker und wird das alles einmal abchecken. So, der SVJ ist draußen.
verhält sich wie immer unglaublich gut da. Mein Vater fährt jetzt darüber zu Lamborghini. Und die Jungs von A6 Jungs sind jetzt auch da mit dem Mini. Die werden uns jetzt helfen. Und das einzige Problem, was Hug the Truck anscheinend hat, ist, dass auf der linken Seite ein bisschen Fett fehlt. Deswegen hakt er da oben. Das heißt, da kommt jetzt ein bisschen Fett rein. Und dann sollte Hug the Truck wieder komplett normal funktionieren. So, und jetzt kommt da oben auch schon der STO. Beim SVJ ging alles ein bisschen zu schnell, deswegen habe ich das verpasst. Aber hier kommt jetzt der wunderschöne STO nach draußen, wie ihr sehen könnt. Patrick checkt alles ab wegen der Breite und keine Sorge, man kann da echt gut und sicher stehen. Gut, dann lassen wir mal runter. Es geht mit der Fernbedienung so. Und dann geht es sehr leise direkt runter für den STO. Und diese Sicht hier von dem Spoiler einfach wunderschön. Und da rollt er jetzt. So gutes Auto. So ein gutes Auto. Vor allem Optik ist er unschlagbar. Sieht jetzt gerade aus, als würde hier einfach ein wirklicher Supertrophäe rumrollen. Mega, mega, mega cool. Jetzt sind wir bei Lamborghini Frankfurt und das SS sieht man knallroten Urus. Sehr interessant. Ist jetzt nicht persönlich unbedingt meins, aber es hat was auf jeden Fall, denke ich mal. Aber hier steht dann noch ein Urus zur Auslieferung ready. Und ein Limited Edition Huracan Evo, der wirklich sehr, 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 sehr cool aussieht. Richtig, richtig crazy. Hier haben wir einen One of One Aventador. Der hat nämlich alles von da bis nach da hinten in Carbon. Und hier ist ein ganz leichter roter Metallic Flake drin. Sieht man das auf Kamera? Ja, das geht. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr besonders. Auch aktuell hier zum Verkauf, soweit ich weiß. Hier, das war das Auto von der Genfer Motorshow 2018. Richtig krass. Und dann hier noch ein süßer kleiner Perfi mit einer krassen blauen Metallic Farbe. Und hier steht ein sehr schöner Urus. Den finde ich wirklich mega schön. Das ist, glaube ich, Grigio Titan oder Grigio Lynx. Eine von den beiden Farben. Sehr schönes Auto. Da ein bisschen Satin PPF drüber, dann hat man es auf jeden Fall richtig gemacht. Dann haben wir noch ein Huracan STO, das Vorführauto von der Dirk-Gruppe. In einem ähnlich zum Launch-Spec, aber nicht genau gleich. Wir sitzen jetzt auch schon wieder im Auto. Mr. PPOV hat gerade den Truck da hinten umgedreht. Und jetzt geht es weiter zum Nürburgring. Lust auf den Nürburgring, Patrick? Ja. Nürburgring ist einfach immer der Hammer, auch wenn man da nichts macht, wirklich, also nicht auf die Strecke geht. Das Feeling am Nürburgring ist einfach unschlagbar. Wir haben es jetzt endlich geschafft und sind, glaube ich, an einem der coolsten Orte, die es gibt. Ja. Mit Abstand. Wir sind jetzt am Nürburgring, wie man hier auch gleich vorne am Ringwerk erkennen kann, wenn wir gleich mit dem Truck an dem schönen Nürburgring-Schild vorbeifahren. Aber einfach, wenn man hier ist, ist es so ein cooler Vibe. Auch wenn man nichts macht. Es fühlt sich einfach cool an, weil es einfach der Nürburgring ist. Und für alle, die noch nicht hier waren, es lohnt sich wirklich. Auch einfach mal einen Tag an der Rennstrecke zu stehen und einfach zuzuschauen, wie die ganzen Autos über die Strecke ballern. Es ist einfach zu geil. Hier natürlich jeder Kreisverkehr eigentlich wird durchschnittlich von jedem BMW-Fahrer hier quer genutzt. Hier haben wir einen 992 GT3 da hinten stehen. Ich hoffe, den hat man gesehen. Und hier haben wir das wunderschöne, weltberühmte Nürburgring. Schild, was einfach immer so gut aussieht vom Lindner Hotel. Ja. Ah, so toll. Steht auch jemand und macht Bilder mit seinem BMW da. Genau so muss es sein. Wir sind jetzt angekommen bei Opus Automotive. Wir haben jetzt auch einen neuen Standort. Deswegen drehen wir jetzt kurz Frank um und dann laden wir die beiden AMGs aus. So, der GT63 ist draußen. Jetzt steigt Mr. PPOV in den A45 ein. Und viele haben beim letzten Video geschrieben, dass sie nicht glauben, dass es entweder durchs Fenster geht oder durch die Tür. Da ist übrigens Patrick. Alles gut? Ja. Schön kalt, ne? Jetzt kann man hier sehen, wie man sich da reinquetschen muss. Es ist nicht der schönste Anblick, ich weiß. Aber ihr habt ja alle danach gefragt. Und hier sieht man das, muss man sich wirklich so reinquetschen bis zum geht nicht mehr. Aber dann geht das auch. Das ist dann gar kein Problem. Und jetzt gibt es gleich einen schönen Kaltstart von AK45. Und das sollte eigentlich sehr, sehr gut klingen, bin ich mir sicher. Oh ja. Er klingt schon sehr gut, ne? Ja. Und AK45 ist jetzt auch draußen. Das heißt, ich werde jetzt hier alles einmal zumachen. Das sieht immer so cool aus abends. Allgemein der ganze Truck beleuchtet. Patrick holt kurz die V-Klasse näher ran, dass wir die ganzen Spanngurte wegpacken können. Die haben wir aktuell in der V-Klasse. Und hier steht der Shuttle. Bam, bam. Bam, bam, bam.
Lukas vorbei in seinem sehr schönen AMG GTR Pro. Und das hört sich gut an, ne? Richtig gut. Das ist halt AMG. Wir haben jetzt auch den nächsten Morgen. Es ist sehr kalt, aber Mr. Pipiobi ist jetzt am Steuer von Frankie. Ja, ich komme, glaube ich, gar nicht zurecht. Das ist hier zu klein, ne? Ja, genau. Das ist irgendwie alles so, so überschaubar. Ja. Oh, guck mal. Frankie muss zum Service, ja. Das haben die bei Mercedes vergessen. Ich wollte gerade sagen, aber dann letzte Woche... Entweder die Meldung vergessen oder... Ich weiß nicht. Ja, den Service haben sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber gut, 500 Kilometer to go zu Kamps. Für alle Leute, die noch nicht hier waren, das da oben ist auf jeden Fall die Nürburg. Deswegen heißt es ja auch Nürburgring, ne? Echt? Wusstest du übrigens, dass es den Nürburgring seit 1927 gibt? Ja. Ist krass, ne? Ganz schön altes Ding. Ja. Mann, Mann, Mann. Und führt, glaube ich, immer noch den traurigen Todesrekord. Ja. Es ist immer so cool hier, auch wenn man, wie gesagt, einfach nur rumfährt. Man kennt einfach jede Strecke aus jedem Carspot-Video. Blick auf die Schleife Strecke, da. Auf die Schleife. Ja, das ist so cool, ne? Dass man im Prinzip ja nur eine Strecke im fährt. Ring ist. Ja, man ist im Ring, ja. Man wohnt im Ring. Wir müssen bald auch mal mehr Track Days hier machen. Ich habe auch heute Morgen schon ein paar nette Autos gehört. Sehr schön. Noch hört man sie, ja. Das stimmt, bald werden dann nur noch Teslas rein. Freut sich natürlich unser lieber Patrick. Ah ja, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Und wir haben es nach einer etwas längeren Fahrt geschafft. Mr. Pipiobi, du hast uns gut hingebracht. Gerne doch. Kampfsgruppe. Hier stehen mal wieder sehr, sehr, sehr schöne und krasse Autos. Oh, das ist ja, oh, guck mal, der rote dran hat das ja hier drin. Ohlala. Sehr schön, Bentayga, G-Klasse. Alles, was man haben wollen würde, ist natürlich hier. So, jetzt sind wir auch im Showroom bei Kamps. Ich bin direkt in die Bentley-Abteilung, denn ich habe mich echt so sehr in die Bentleys verliebt. Einfach Innenraumqualität. Unfassbar. Auch dieses dunkelblaue Leder ist echt cool. Ich muss sagen, mit dem Silber dazu, ziemlich classy. Sieht cool aus, aber ich möchte euch eine Sache kurz zeigen. Wenn wir hier nach hinten einmal durchgehen, dann steht da ein sehr, sag mal so, das Fahrzeug kennen wir. Der Grail 27S, wahrscheinlich der 27S mit der geilsten Abgasanlage, die es überhaupt gibt. Aber ja, hier zu sein ist einfach immer unfassbar schön. Also, um das Video natürlich noch gut zu beenden, nehme ich jetzt nicht Frank mit nach Hause, sondern ein Bentley. Also, was heißt nach Hause? Ins Hotel natürlich. Dann Patrick und ich haben uns gedacht, so, wäre doch eigentlich ganz schön, nochmal eine Runde Continental zu fahren. Die Leute von Bentley Kamps haben einfach gesagt, yo. Gar kein Problem, könnt ihr. Deswegen haben wir diesen wunderschönen GT Speed W12. Also auch der richtige, vernünftige Motor. Obwohl ich muss schon sagen, ich finde den in Sand Color auch echt mega geil. Aber ich muss ein kurzes Shoutout machen, wie vorhin schon gesagt, an das Auto von Grail. Es sieht so krass aus. Dieser 27S hört sich auch unglaublich geil an. Hier haben wir ihn, den Grail 27S. Das Design ist unglaublich mega, mega, mega cool. Da hat man schon wirklich keine Worte mehr dafür. Echt gut gemacht. Also, good job, Patrick. Und an die anderen Jungs bei Grail. Echt geil. Also, Patrick und ich sitzen jetzt im W12 GT Speed von der Kampfsgruppe. Es ist das erste Mal, dass ich den neuen W12 fahre. Oh, das ist das Blinkergeräusch, Patrick? Ja. Sieht aber schön an. Also, ich freue mich echt, dass wir den heute mitnehmen dürfen. Morgen können wir noch relativ alles am Bentleys fahren, was es so gibt. Wir produzieren ein bisschen coolen Content. Das sollte echt lustig werden. Aber jetzt genießen Patrick und ich erstmal ein bisschen den GT Speed. So, wir sind jetzt beim Hotel. Und erstmal, wie geil sieht das mit dem Ambiente-Licht aus, Patrick? Ja, Hammer. Also, so schön. Und die Sitze sind Weltklasse. Unglaublich. Also ich muss sagen, Patrick und ich haben jetzt gerade erstmal ein bisschen genossen. Okay, ich sehe gar nichts. Ah, das passt easy. Also das heißt easy, das passt nicht easy. Aber Auto ist mega geil. Ja. Ich freue mich auch sehr auf unseren. Und der Sound. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der W12 Sound ist so schön. Lenkgefühl unglaublich. Also das Gesamtpaket hier, ich glaube, das ist mit der beste Daily, den man kaufen kann. Ja, glaube ich. Definitiv. Ist natürlich auch echt ein teures Auto, muss man sagen. Aber das weiß man ja, wenn man in die Bentley-Kategorie geht. Ich habe nichts kaputt gemacht, das ist der Boden hier. Aber der Sound, man hat hier natürlich relativ gar nichts. Das ist ein Komfortmodus.
so ein cooles Auto. Ich bin echt komplett verliebt. Aber ich würde sagen, hier beenden wir dann jetzt mal das Video für heute. Denn wir waren jetzt 2 Tage viel unterwegs und brauchen jetzt auch mal ein bisschen Schlaf, würde ich sagen. Denn morgen und übermorgen geht es natürlich voll Attacke weiter. Ohne Pause. Deswegen, was müssen unsere lieben Zuschauer machen, Patrick? Erstmal schön abonnieren, wie immer. Die Glocke drücken, auch wenn viele die Notification und Nachricht irgendwie nicht bekommen. Leider, das ist ganz cool. Bisschen nervig, aber hat ja jeder. Like natürlich, teilen, bei Instagram rüberschauen und die Webseite ganz anklicken. Genau. Denn die Klamotten-Samples sind jetzt auch da. Das heißt, bald ist der Shop auch am Start. Ja. Hoffen wir. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.